Hallo und herzlich willkommen wieder bei einem neuen Video. Wieder ein Film, der in meine Filmsammlung gewandert ist, und zwar ein Update von der DVD auf die BD/UHD. Ich hatte vorher die DVD gehabt in Steel, mit den Extras, also mit einer Doppeldisc, also einmal den Film und einmal halt mit Extras. Habe ich, glaube ich, weiß nicht, ob ich es verkauft oder meinen Neffen gegeben habe, keine Ahnung. Hat lange gedauert, als ich mir erst die BD gekauft habe von dem Film. Und weil ich immer überlegt habe, lohnt sich's? Ist die Qualität denn gut? Der Film ist von 98. Schauen wir mal. Der Soldat James Ryan. Der Soldat James Ryan, oh Gott. Saving Prime. Ja, egal. Englisch ist nicht mein Fall. Wir haben den Film halt jetzt auf BD. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Die Qualität ist ja okay. Also ist in Ordnung. Ist jetzt ein leichtes Filmkorn natürlich zu sehen. Ist halt von 98, aber trotzdem geht klar. Also definitiv besser als der von der DVD. Wir haben ein 16 zu 9 Vollbild ohne Störnebalken und wir haben einen 5.1 Dolby Digital Ton. Leider nur einen 5.1 Dolby Digital Ton. Keinen 5.1 DTS Ton. Auf der DVD hatte ich den DTS Ton gehabt. Warum der hier nicht drauf ist, weiß ich nicht. Der Ton geht zwar klar, ist auch sehr gut abgemischt. Die ganzen. Ja, bei der Landung der Normandie, ja, die ganzen Soundeffekte, also Schüsse von hinten kommen auch von hinten. Granatsplitter und Querschläger, man hört es sehr gut links, rechts, hinten und sowas vorbeipfeifen. Ja, also sehr gut abgemischt. Ob das jetzt digital, also 5.1 digital ist oder DTS. Aber eben halt, der DTS-Ton ist nicht dabei von der DVD. Dafür ist auch das Bild ganz okay. Kann man nicht meckern. Ja, und auf der BD, auf der UHD ist auch nur ein Dolby Digital 5.1 Ton, aber die englische Tonspur ist ein Dolby Atmos 7.1 Ton. Kann man ja mal hören, wie vergleichen. Ich kenne es leider nur in der 5.1 Version, weil ich, ne, habe noch ein bisschen älteres Equipment und damit komme ich eigentlich immer noch gut aus, meiner Meinung nach. Extras sind hier nicht drauf, also Fehlanzeiger, das ist hier nichts. Ist ja nur eine Disc, aber sonst ist hier gar nichts drauf. Und nicht mein lumpscher Trailer, glaube. Also ist nichts, was man sich noch danach angucken kann nach dem Film. Ist halt ein Kriegsdramafilm. Ja, die Normandie. Es wird eben halt ein Soldat gesucht, weil die ganzen anderen Brüder gefallen sind und dieser eine soll halt geschützt werden, warum auch immer. Ja, keine Ahnung. Ist halt so. Ich habe hier noch ein Wendecover. Ja, keine störenden Aufkleber und Logos. Und hier haben wir die zwei Disc. Einmal UHD und einmal die BD. Ja, und ist ganz normal. Englischer Titel. Schlicht halt, ne? Jeder sollte den Film kennen und jeder kennt ihn bestimmt auch. Auch sehr gut besetzt. Auch ein Vin Diesel hat ja, glaube ich, zum ersten Mal seinen Auftritt. Bevor er dann, ja, größer geworden ist. Ja, Mensch. Mehr gibt es nicht zu sagen und zu erzählen. Bild und Ton gehen für mich klar. Ist halt jetzt kein Referenzbild und kein Referenzton. Aber. Ich sage jetzt mal, besser als die DVD oder besser als das bei Amazon Prime, das Streaming, weil die Qualität und der Ton zum Angucken okay, aber ja, zum jetzt dort kaufen finde ich, es ist nicht so toll, weil ihr seht ja, wenn ihr auch Amazon Prime nutzt, ja, also jetzt als Video, müsst ihr mal schauen, da steht ja da bei den Zahnrad, ja, die Einstellungen am besten und es sind irgendwas bei 6,8 GB, die übertragen werden und eine DVD. Hat ein bisschen, eine BD hat ein bisschen mehr, ich glaube 28 waren es Gigabyte oder Megabyte die Sekunde. Also ist schon eine höhere Qualität, sieht man schon an dem Bild, weil ist halt so. Ja, Mensch, das soll es auch wirklich das gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das deine Video wieder gefallen. Bis demnächst wieder, euer Digga Yoshi und tschüss.